Schau jetzt vorsichtig nach rechts. So, morgen Jungs. Hi. Servus. Heute Special Guest, die bezaubernde Meile. Oh. Das macht schon irgendwelche Geräusche, Leute. Das ist echt uncool. Wir schicken sie zum ersten Mal auf die Piste. Du musst da durch die Tür. So, nicht erschrecken, gleich geht das Licht aus. Ja, und warum? Weil das Licht SCP-173, das tötet jetzt die Leute da unten. Ah, cool. Aber theoretisch sollte dir nichts passieren. Theoretisch. Ja, das würde ich euch mal gewünscht haben. Da in dem Raum musst du aufpassen. Okay, das ist fies gleich am Anfang. Am besten jedes Mal, bevor du durch eine Tür gehst, blinzeln. Und da... Oh, da... Schau jetzt vorsichtig nach rechts. Ja. Was ist da los? Warum bin ich gleich gestorben? Das war die Runde 1. Okay. Nächster Versuch. Jetzt echt? Nächster Versuch. Ey, das können wir nicht bringen für unsere Zuschauer. Okay, ich kann wieder. Beruhigen. Das bleibt drauf, okay? Nein. Achso, ja. New game. So. Nächste Runde. Super. Schön schnell gescheitert. Obwohl, du bist ja schon beim Intro gescheitert, gell? Ja, aber das ja, macht ja nichts. Das war ein Fehler. Bei dem Raum musst du eben aufpassen, weil rechts um die Ecke da steht. Achso, da muss ich dann da rumgucken, oder was? Ja. Ja, das musst du anschauen. Du musst ihn angucken und dabei auf den Knopf. Ja, aber der Reflex ist doch nicht anzugucken. Das ist ja voll unlogisch. Das ist der Reflex, aber wenn du es nicht anguckst, dann tötet es dich. Ich glaube, das dann du, die spielen so ein bisschen damit, ja. Dann wirst du genextnappt. Das muss eigentlich nicht anschauen möchte. Das ist any key. Kann ich jetzt? Ich renne jetzt einfach. Also, ja gut. Du kannst auch da in den Raum gehen, die Tür hinter dir zumachen und dann einfach warten, bis es nicht wieder anders. Wir haben nicht Hallo gesagt. Das ist zusammenhängend. Achso! Was? So, bleib da stehen. Jetzt keine hektische Bewegung. Soll ich da durchgehen? Nee. Schlechte Idee. Okay. Kommt jetzt gleich wieder so ein roter Raum? Weiß ich nicht. Das ist Zufall. Alles zufallsgeneriert, aber Zufall. Die Chance steht sehr hoch, glaube ich. Ah, du hast Glück. Aber mach vielleicht. Der schaut da schon irgendwo. Mach die Tür vielleicht zu. Ja. Sehr gut. Okay. Da ist die Tür schon offen. Okay, aber es ist jetzt nicht mehr so ein roter Raum. Okay. Einfach weiter. Da ist Blut. Das macht nichts. Und das macht Geräusche. Zugucken macht mehr Spaß. Ich weiß. Der war gut. Nee, immer links. Warte, da bist du hergekommen. Echt? Ja. Du kannst an diesem Zaun da orientieren. Du kannst gleich schon wieder alle Frauenklischees auspacken. Oh, Sackgasse. Achso, okay. Okay. Jetzt kannst du nur da angehen. Das ist gut bis jetzt. Da jetzt? Nein, nee, da. Da. Und worauf diese schwarzen Flecken am Boden hinweisen. Sagt ihr mir jetzt einfach nicht, ja, genau. Das hatte ich auch nicht vor. Weisen sie echt irgendwo drauf hin? Ja. Aber das muss nichts heißen, wenn sie einfach so auftauchen. Aber ja. Ich glaube, das sind zufällig doch. Ja. Wir helfen zur Orientierung. Ist das eine Sackgasse oder ist das wirklich? Da kannst du noch nicht hin. Das ist auch ein SCP, okay. Aber ein harmloses. Da kannst du deine Items verbessern. War ich da jetzt oder nicht? Ja, oder verschlechter. Da musst du hin, ja. Da? Ja. Okay. Da passiert nichts in dem Raum. Da kommen wir auch noch nicht rein, oder? Ja, da brauchst du eine hohe Keycard. Wo jetzt da oder was? Ja, da kommst du aber nicht hin. Okay. Da ist aber auch nichts Schlimmes. Also in den nicht roten Räumen kommt das Viech auch gar nicht hin, oder was? Würde ich jetzt nicht so pauschalisiert behaupten, aber. Ja, das ist. Da komme ich jetzt auch nicht rein, okay. Ja, aber da. Achso. Das ist halt einfach schon ein Trauerspiel mit der Steuerung. Ja, das klappt doch. Da kommst du noch nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Ja, besser ist es. Jeder Raum, in den wir nicht reinkommen, ist ein Raum, wo das Viech nicht ist. Hey, das war jetzt richtig schön. Da kannst du eine Keycard holen. Aber, ja. Soll ich? Ja. Oder nicht? Ja. Du brauchst die Keycard. Okay. So, in dem Raum musst du aufpassen. Blinzel, bevor du die Tür aufmachst. Warte, ich mach das die zu, oder? Nee, lass die offen. Lass die offen, genau. Ich will da nicht rein. Du bekommst auch eine Keycard.
Drück. Pinsel erst und dann drück. So. Das. Na! No. Was? Nicht umdrehen. Schau in die Glaswand. Schau in die Glaswand? Da. Der ist da drin. Ja. Und jetzt? Nimm diese Keycard. Links die Karte da. Ja, ja. Und dann jetzt rückwärts zurück am raus, besten. Am besten, ja. Links. Links. Ja, das. Das andere links. Ja. Ich glaube, es backt gerade. Ja, ich glaube nicht, dass ich das bin. Doch, Alter, ich komme da nicht raus, doch. Oh, oh. Er ist ausgebrochen. Jetzt immer hinschauen. Links, links. Ich will doch nur drücken, ich will doch nur. Oder du binst es gleich. Ich will dich nur drauf. Oh. Okay. Ich hab länger durchgehalten. Ihr glaubt, dass das so ein ganzes Video wird, ja? Also nicht so schlimm. Es war okay. Soll ich jetzt echt nochmal? Nochmal? Einmal geht noch. Sonst ist es ein bisschen kurz. Und zu Zuschauern gesagt, so 10 bis 15 Minuten. Wir machen es, weil die Zuschauer es gesagt haben. Also das heißt, ich versuche 10 Minuten durchzuspielen, okay? Nein. Doch, ich überlebe jetzt 10 Minuten. Und dann sterbe ich. Ich wollte die Tür zumachen, aber es ging nicht. Ja, von innen die Tür zu machen ist auch nicht so gut. Nee, von außen. Ich wollte sie dann zumachen. Also die Tür, wo die Cake drin war. Ja, war schon gut eigentlich. Das war mein Plan. Aber da kam die Hand ja wieder nicht zum Zumachen. Halt einen Schritt näher hingehen. Oh, in dem Raum am besten immer Richtung Fensterfront gucken. Okay. Ja, irgendwie leuchtet da gar nicht mehr. Bei mir kommt die Hand immer. Das weiß ich gar nicht, oder? Tür hätte ich zu, aber egal. Man macht die Tür zu. Aber pass auf, es gibt da zwei. Schalten. Oh mein Gott. Welche ist jetzt auf? Welche ist jetzt auf? Keine Ahnung. Oh mein Gott! Nein! Der steht da. Pass auf, der steht da. Okay. Du musst an den Schalter rein. Oder lauf wieder raus. Das wird nichts mehr. Ich komm noch nicht raus. Ich bin draußen, Klick einfach. Klick einfach. Ja. Oh mein Gott. Jetzt kannst du zurück. Geh zurück. Mach die Tür zu. So. Hörst du, wie das schabt? Ja. Der macht. Ist er jetzt hinter mir? Das sind die Geräusche. Nee. Mach die Tür auch noch zu. Dann ist er vielleicht weg. Ich glaube, wenn man zwei Türen. Vielleicht. Wenn man zwei Türen dazwischen macht. So, jetzt geht er runter. Da rein? Ja. Da ist jetzt nichts. Okay. Da. Da hinten. Oh, da ist er doch. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen. Okay, das ist bei uns noch passiert. Okay. Vielleicht bin ich einfach nicht talentiert dafür. Der Computer merkt das. Oder das Spiel, oder das Viech. Meint ihr nicht auch? Noch eine? Egal. Dann sind wir über 10 Minuten, das passt dann. Stimmt, wir haben 9. Ja. Oh Mann. Aber du steckst dich gar nicht so schlecht. Ja, danke schön. Ich weiß nicht, wie haben wir uns am Anfang angestellt? Ich sehe die Dinge, ich habe ja gesagt, ich habe keine Reaktionszeit. Ich sehe die Dinge halt einfach nicht. Weißt du? Achso. Aber am Anfang war es erschreckend heftiger als jetzt dann. Ich meine, es war jetzt schon das dritte Mal. Ich wollte doch nur da rein, um die Tür zu machen. Ja, die müssen schon wieder. Doch, jetzt mache ich alles zu. Oh mein Gott. Der hilft dann. Was ist denn da? Okay, aber da ist er, glaube ich, nicht drin. Ja. Auch mit der Tür hinter dir zu. Ja, das stimmt, wenn er in dem Raum ist, dann. Ja, das siehst du auf dem Monitor. Schau mal auf den Monitor. Und blinzt ein paar Mal. Nee, da ist er nicht. Ja, ich muss da ja durch. Und du musst rennen. Rennen durch da, oder? Ja, weil die Tür ist zeitgesteuert. Also, das heißt, wenn du es aufmachst, dann kommt irgendwann ein Alarm und dann geht es wieder zu. Du musst den Knopf drücken. Welchen Knopf? Von der Tür. Zurück. Das kann. Den da? Ja. Blinzeln und rennen. Blinzeln ist egal.
Ja, okay. Drücken, umdrehen, rennen. Nein. Alter, ich hab's halt echt geschafft. Hardcore. Da jetzt. So knapp. Ja. Okay, jetzt kommt jetzt. Ah, der ist sicher da rum, oder? Ne, ich sag's wieder nichts mehr. Ne, es passt doch. Man weiß ja nie, wo das plötzlich runterfällt. Achso, das fällt auch noch, ja. Ja, nicht in solchen Räumen. Ja, will ich ja mal gekauft haben. Oh, da ist wieder, willst du die Keycard holen? Oh. Die Keycard, die ist schon die sehr hilfreich. Ich will die Keycard nicht. Ist das schon ausgebrochen? Nee. Nee. Ich glaube, der bricht erst aus, wenn man da drin war. Ich verzichte. Ich bin ein genügsamer Mensch. Da ist ein Schilder. Ich will ihn nicht hören. Oh, das ist wohl nahe. Ja, der ist ja da direkt an der Wand gewesen. Oh mein Gott. Da kannst du gleich wieder rausgehen. Okay. Das sah eh nicht so gemütlich aus. Das ist harmlos. Da kommt jetzt ein roter Raum, oder? Ja. Aber nee. Du musst da lang gehen. Ja, stimmt. Gab keine anderen. Ja, vielleicht ist es da gar nicht mehr. Aber du musst immer in die Richtung gucken, wo das Viech drin steht. Rechts, weiter rechts. Okay, ist nicht da, ist nicht da. Du musst klar da, aber da drücken. Das ist der. Das heißt, auch wenn es da kann steht, es hier noch spontan kommen? Also, wenn du schon da bist, nicht. Hast du es zweimal gedrückt? Ja, also glaube ich. Der mittlere, ja. Gut. Oh mein Gott, wo bin ich jetzt? Zumindest im dunklen Teil. Das ist eine andere Zone, ja. Oh, ein Aufzug. Fred? Was habe ich getan? Ich schau mal, was über dem Aufzug steht. Über den Aufzug? Ich glaube, da stand gar nichts. Stand nichts? Nee. Okay, da komm ich gar nicht hin, oder? Das ist trotzdem scheiße. Geh schon mal, wo du rauskommst, wenn die andere Tür gehst. Ja, no. Da waren ja zwei Türen. Tab. Oder so. Zwei Türen? Ja, die noch. Maintenance-Tunnel steht drüber. Oh, dann geht er nicht rein. Nicht? Okay. Das war ein gut gemeinter Rat, dass du da nicht reingehst. Muss andere Tür würde ich machen. Da warst du noch nicht. Nein? Da war ich schon. Nee. Rechts. Genau. Ja, stimmt. Das macht Geräusche. Das ist mir gut gestimmt. Oh, ja, passt. No. Okay, jetzt wär's zu spät. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Nichts. Geh da, ne? Ja, stimmt, jetzt wär's schon zu spät. Also. Ja. Wenn da was wäre. Der steht da manchmal um die Ecke. Das noch zwei solche Räume. Ah, da vorne steht er, glaube ich, auch nicht. Das wär jetzt. Ne, der war schon zu spät. Schau mal. Oh, links! Gott. Das war unfair. Er war plötzlich da. Ja. Ganz plötzlich. Ich habe ihn sogar noch gesehen. Ja. Aber es ist halt dieser Reflex. Okay, aber hast dich gut geschlagen. Ja. Ja. Nicht schlecht. Dankeschön. Muss ich jetzt nochmal? Nee, ich glaube, das reicht. Okay. Wir sind auch gut in der Zeit. Okay. Ja, ihr schneidet sowieso die Hälfte noch raus, oder? Jetzt haben wir genau eine Viertelstunde. Ja, die Hälfte schneiden wir raus. Ja, ich mal auf. Du kannst ja mitschneiden. Ja, das können wir machen. Okay. Klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.